Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Assassin's Creed Origins. So, Wer immer noch bist in du? der großen Bibliothek Komm unterwegs. schnell! Ah, Ach. du interessierst dich für homerische Verse, Hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Ah ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Aya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadios lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Gennadius? Ein Monster. Der Phylakitai von Alexandria. Er verwüstet die Stadt, um sie zu finden. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Habe ich nicht. Na schön. Jedenfalls bot er Aya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen? Du weichst mir aus! Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Okay. Da! Das ist Phanos! Ihr glaubt, er sei ein Poet! Der moderne Sophokles! Das Rennen fällt überhaupt nicht Weiter kann ich auf. nicht gehen. Du findest den Weg zu Arya in dem Monument da vorn. Okay. Vielen Dank für deine Suche, für deine Hilfe, Freund. Wie komme ich jetzt da rein? Genau da! Hab Hab Vertrauen, etwas ey. Vertrauen! Ich glaube irgendwie das Gefühl, dass der mich verarscht, oder? Hüss. Alles klar, was ist denn das für ein geiles Teil? Was für ein geiles Versteck hier, Leute. Mal, ob sie jetzt hier ist, das weiß ich nicht genau. Aber kann natürlich gut sein. Oder es ist eine Falle, eins von beiden. Entweder versteckt sie sich wirklich da, oder es ist eine Art Hinterhalt. Oh. Ich hab dich vermisst. Wir dürfen uns nie wieder für so lange trennen. Wir haben doch nur noch uns, ohne Chemo. Lass uns zusammen sein. Uns zwei. Miteinander. Oh, die hat's aber auch, Eilige. Ich habe Neuigkeiten. Die Gerechtigkeit hat dich vernarrt. Ah. Hiermit habe ich Medunamun erschlagen. Ich hasse es, dass wir so etwas tun müssen. Aber gut, dass du es getan hast. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es genossen. Deine Berührungen haben mir gefehlt. Und mir, dich zu berühren. Ich habe auch getötet. Akteon. Ich spürte ihn auf und fand eine Maske in seinem Zimmer. Als er zurückkam, zwang ich ihn, sie zu tragen. Dann stieß ich dieses Messer durch die Augenschlitze. Ah ja. Aber ich war unvorsichtig. Ein anderer Maskierter verfolgte mich nach Hause. Das war sogar noch schwieriger. Nur noch einer mehr. Und dann sind wir fertig. Sieh dir das an. Ich habe es von Akteon. Apollodoros sagte, der Papyrus sei aus dem Regentschaftsrat. Das heißt, die Schlange gehört zu Ptolemäus Hof. Woher weiß dieser Apollodoros solche Dinge? Er hat überall Informanten, durch seine Arbeit für Kleopatra. Kleopatra? Sie ist geächtet worden. Von ihrem verräterischen Bruder, ja. Sie will zurück auf den Thron. Sie will den Tod der Schlange ebenso wie wir. Und sie vertraut mir. Sie gab mir das hier. Um ihn zu töten.
Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Eine Waffe der Gerechtigkeit. Das. Geil. Wie raffiniert. Ah. Ich gehe zum Palast und finde heraus, wer das Siegel der Schlange benutzt. Und das hier benutze ich. Geil, jetzt sind wir ein richtiger Assassine. In der Kammer des königlichen Schreibers findest du viele Informationen. Er verbringt viel Zeit im Badehaus. Durchsuche den Palast, wenn er fort ist. Und du? Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die... Was ist das? Der Weg führt zum Hafen. Kaum zu glauben, dass Vanos dich durch die Grube geschickt hat. Cool, ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straßen absucht. Er ist entschlossen, mich zu töten. Dann werde ich neben der Schlange auch sehen, was ich von Gennadios erfahren kann. Und ihn töten. Finde heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Ich treffe dich am Paneum, wenn du die Schlange und Gennadios getötet hast. Mein Herz weint, bis ich dich wiedersehe. Und auch meins, mein Liebster. Ja, wie süß. Ayas Notizen. Phanos hat recht. Ich sollte mich mit Apollodoros treffen. Er glaubt, dass Actaeon involviert ist. Ich muss mich in seinen Quartier schleichen. Die Maske, er ist einer von ihnen. Sein Blut für meinen Chemo. Jetzt sollte ich mich verstecken. Apollodoros könnte helfen. Er hat mir Zugang zum Versteck gewährt. Ich kann ihm vertrauen. Okay. Das ist ein ziemlich nettes Mädel, diese Aya. Muss ich sagen. Oh, was gibt's hier? Jagdbogen, okay. Ja, wir haben jetzt natürlich haufenweise Quests wieder bekommen. Allerdings noch einen riesen Schwierigkeitsgrad. Also noch ein schwieriger Grad, als das eh schon ist. Wir sind halt aktuell nur Stufe 8. Oh, was kriegt mir noch? Nun es hätte. Ich würde mich hier verstecken, wenn ich der Bayek wäre. Okay, dann gucken wir mal kurz auf unsere Karte. Und die Schlange ist unser nächstes Ziel. Der Witter ist ebenfalls tot, der Geier ist tot. Und mal schauen, was wir aktuell von den Quests haben. Das Totenbuch könnten wir eigentlich als nächstes machen. Und... Gucken wir mal kurz die Fähigkeit an. Wir haben zwei Punkte aktuell. Attentat EP, Adlerentdeckung, Reitertier rufen. Das haben wir ja schon gemacht. Luftangriff, Ultra-Höchstleistung, Höchstleistungskombi. Erweiterte Kombi, Schildsturm. Meditieren, Kopfschuss, Pfeilsammler, Attentatsbeute. Pfeilsammler finde ich gar nicht schlecht. Müssen wir nicht immer Pfeile wieder neu machen, sondern können auch mal. Das finde ich auch nicht schlecht. Na gut, dann habe ich jetzt diese eine Quest mal aktiviert. Und die ist jetzt halt ziemlich weit entfernt. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder hier raus, ohne gesehen zu werden. War natürlich sehr. Okay, ich würde sagen, wir rufen unser Kamel und geben gleich mal Gas. Okay. So Leute, dann reiten wir mal dorthin. Kann es natürlich ein bisschen dauern. Toll, wo reitet denn der hin, ey? Oh, Pedes! Tio Yegone! Wir müssen da lang. Findet das Totenbuch. Die Nekropole ist südlich von Yamu. Alexandria ist schon eine extrem große Stadt.
Also Siva ist da echt gar nichts dagegen, ey. Die Stufe eine. Also wir rüsten mal unser Schwert aus. Das finde ich ein bisschen besser wie dieses komische... komische Axt oder was das da ist. So. Ich glaube, am geschicktesten wäre es vielleicht wieder, wenn wir mit einem Boot fahren würden. Würde ich behaupten. Das ist, denke ich mir mal, immer der direkteste Weg. Ja. Geht deutlich schneller. Komm mir doch nicht in die Quere, du blödes Ding. Hau mal ab. Mann. Mariutze. Also es gibt, man merkt schon, Leute, es gibt extrem viel zu entdecken in Assassin's Creed. Allein schon die Nebenquests, da ist man wirklich einige Stunden beschäftigt. Dann kann man noch unter Wasser tauchen. Wie ihr gerade gesehen habt, da liegen noch diverse Schätze auf dem Grund des Meers. Und dann natürlich auch noch die Hauptquest. Die ist ja allein auch schon, glaube ich, knapp 30 Stunden Spielzeit, wenn ich mich recht erinnere. Und die Nebenquests werden dann bestimmt auch nochmal so 10 bis 20 Stunden Spielzeit in Anspruch nehmen. Also man ist sehr, sehr lange beschäftigt. Was ich ziemlich cool finde. Aber wer Assassin's Creed kennt, der weiß ja, dass die Spiele immer relativ lange dauern. Vor allem, wenn man noch jede Nebenquest macht und sich nicht auf die Hauptquests versteift. Da vorne sieht man noch Pyramiden. Da können wir ja ebenfalls hin. Geheime Grabstätten erkunden. Das denke ich mal, machen wir auch nochmal. Also seid gespannt, liebe Leute. Das Spiel wird auf keinen Fall langweilig. Und wenn es euch bis jetzt gefällt, würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr mal ein bisschen Feedback geben würdet. Ein Däumchen nach oben würde ich mich auch drüber freuen. Und ja, spielt mit mir dieses wirklich sehr, sehr geile Spiel. Oh, wir haben ein Krokodilnest entdeckt. Das ist natürlich sehr toll. Wir tun natürlich, kommen gleich mal mitten durchfahren, natürlich. Warum nicht? So, hier vorne. Jetzt halt die Frage, ob man da lang kommt. Sieht nicht so aus. Also wir müssen aufpassen. Krokodile, wie gesagt, können ja auch an Land gehen. Es ist ja nicht so, dass die nur im Wasser rumrennen. Jetzt können wir wieder unser Kamel rufen. Dann sind wir dann doch deutlich schneller. So. Da vorne müsste es schon irgendwo sein. Das Totenbuch. Wow. Rufen wir mal Senua. Da wird irgendwas verteidigt. Okay. Da schläft jemand. Dann würde ich doch sagen, tun wir uns mal langsam annähern. Wow. So. Neuer Ort entdeckt. Banditenversteck in der Totenstadt. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ja, das glaube ich auch. Töte den Hauptmann und plündere den Schatz. Das sind unsere zwei Hauptmissionen. Aber wie wir wissen, haben wir jetzt ja eine Schattenklinge bekommen. Oh, das sind ganz schön viele Gegner. Schon Gegner, die sind Stufe 6, Stufe 7. Okay. Also nicht einfach. Wir sind Stufe 8. Also wir müssen probieren, sie irgendwie in den Hinterhalt zu locken. Es wird aber nicht einfach. Also wenn ich jetzt alle, wenn ich mich mit allen aufnehme, werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Okay, probieren hier hinzukommen.
Müssen den irgendwie versuchen anzulocken. Okay, da kommt hoffentlich. Irgendwie auch nicht, oder wie? Ja, komm jetzt, du Vogel. Elende Missgeburt, was soll das werden? Ja, komm doch her jetzt. Ich denke mal, den können wir von hinten. Was? Merkwürdig. Problem ist jetzt, der Typ läuft da vorne rum. Oh Mann, ey. Ja, jetzt muss er natürlich gerade da stehen bleiben. Natürlich. Warum auch nicht? Also Attentat Achtung. Ist auf jeden Fall tödlich. Entschuldigung. Ja, der Typ muss jetzt natürlich gerade hier langlaufen, ist klar. Hallo, komm doch jetzt. Eieiei. Wenn jetzt da wieder so ein Vogel kommt, dann krieg ich die Krise, ich sag's dir. Was war das denn? Okay, der ist weg. Sehr gut. Dann würde ich auch sagen, den lassen wir hier liegen, weil der ist sieht sehr unentdeckt aus. Okay, Leute, einer weniger. Was stimmt nicht mit dir? Mit mir stimmt gar nichts. Du sollst einfach nur kommen. Was cool wäre. Was? Merkwürdig. Okay. Können wir den tragen? Ja, gell? Oh, nein, 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 nein. Ja, Teva ablegen. Okay, dann lassen wir den doch hier. So, wieder einer weniger. Der kommt jetzt auch hierher. Das finde ich ziemlich cool. Finde ich sogar sehr cool. Hauptmann? Oh. Doch nicht so cool. Ist nicht gehofft, dass da noch einer steht. Okay, jetzt könnte ich mal probieren, da lang zu schleichen. Da kommen jetzt beide. Den hätten wir. Oh Mann, Leute. Also die Gegner sind nicht ohne. Da ist Stufe 7. Was wir probieren können, uns hinten anzuschleichen. Ich hoffe nur, der läuft jetzt nicht durch. Das wäre jetzt ein Hauptmann. Dann. Sehr gut, den hätten wir auch. Aufgabe abgeschlossen. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Ohne dass uns bis jetzt irgendeiner gemerkt hat. Bemerkt hat. Das finde ich klasse. Den locken wir auch mal kurz an. Finde ich cool, dass nicht beide. Oh, okay. Haben nichts gesagt. Na wohl, der setzt sich wieder hin. Hey, was? Okay, den müssen wir tragen. Könnten wir aber auch hier ablegen. Ja, den könnten wir so erledigen. Okay. Sehr gut, den tragen wir auch kurz weg. Dass ihn jetzt nicht gleich jeder sieht. Dann mache ich ihn hier rein. So, da haben wir es doch schon geschafft. Zumindest der Außenposten zu eliminieren. Jetzt heißt es reingehen, jetzt wird es natürlich deutlich schwieriger. Okay, aufpassen. Tu mal kurz den Ort ein bisschen scannen, der zeigt nämlich, glaube ich, auch die Wachen an. Also Gold kann ich auf jeden Fall sehr gebrauchen. Zumal ich ja diese Rüstung kaufen wollte. Okay, hier scheint gar kein Gegner zu sein. Da ist ja das Totenbuch. Becker wird sich freuen. Jetzt gib dem alten Mann sein Buch zurück. Mobare,
Ich schicke dir ein Paket. Es enthält Dutzende von Totenbüchern, die wir gestohlen haben. Du musst ihre Besitzer ausfindig machen und einen hohen Preis verlangen, um sie zurückzugeben. Aber sei diskret. Wir wollen nicht, dass die Tempelpriester davon erfahren. Aha, die Banditen stecken also dahinter. Das war ja klar. Bring dem alten Mann das Buch. Und gut, es war jetzt nicht so schwer. Okay, nehmen wir wieder unser Pferd, beziehungsweise irgendein Pferd. Ja, und dann bringen wir mal dem netten Herrn des Dings zurück. Was ist das da vorne für einer? Liegen überall. Wow. Liegen überall Gegner rum. Das ist verdächtig. Willst du mich etwa bestehlen? Kann man denn einen Dieb berauben? Ich brauche es für meinen Vater. Jetzt! Was ist der von der Stufe? Stufe 6. Halt jetzt den Gegner auf! Ich muss weiter! Alter, wie viele Gegner sind das bitte? Oh, nerv nicht. Dafür lasse ich dich leiden. So, du Vogel. Will ja noch jemand Stress? Keiner mehr, okay. Dann leckt mich doch. Ich wollte ja nur die Leiche untersuchen oder diesen Toten oder keine Ahnung, ob der noch lebendig war. Dass da jetzt gleich so tausende von. Boah, schaut's euch einfach mal an, ey. Hammergeil. Na, da kann man einige Screenshots machen. Finde ich auch cool, dass es einen Fotomodus in Assassin's Creed gibt. Allein schon bei der Grafik, da könnte ich ja fast Postkarten verschicken, ey. So geil, wie es aussieht. Sagst einfach, du bist in Ägypten im Urlaub und verschickst einfach mal eine Postkarte. Mal gucken, ob das irgendjemand auffällt, dass es keine Real-Life-Grafik ist. So, lieber Mann, dann kriegst du dein Buch wieder zurück. Hat dein Vater uns verlassen? Sein Leben ist vorüber. Er war zu schwach, um auf deine Rückkehr zu warten. Oh ja. Dann möge er in Frieden ruhen. Er hatte große Angst, dass sein Ka den meiner Mutter nicht finden wird. Wo ist seine Leiche? Es ist noch nicht zu spät. Du bist wirklich ein Geschenk der Götter. Er empfängt gerade die Riten im kleinen Tempel. Okay. Dann besuchen wir ihn doch mal. Okay, da vorne scheint er zu sein. Oh yeah. Alter Mann, dein Buch. Möge es dich zu deiner Frau führen. Okay, Quest abgeschlossen. 600 EP. Sehr schön. So, ich gucke jetzt mal kurz, was wir als nächstes für eine Quest machen. Allerdings erst in der nächsten Folge dann. Versteckte Steuer. Könnten wir als nächstes angehen. Die restlichen Quests sind einfach noch viel zu stark für uns. Ja, als nächstes machen wir versteckte Steuer in der nächsten Folge. Eine Frau fleht Passanten an, ihren Mann Claudius zu finden, der von einem Ausflug über den Mariozee nicht zurückkam. Okay, das brauchen wir schon mal gar nicht machen. Da müssen wir wieder Krokodile töten.
Das könnten wir eigentlich machen. Als nächstes. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, beende ich diese Folge. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.